Wörgl.fm. Menschen aus Wörgl. Denn jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Herzlich willkommen zu Menschen aus Wörgl. Und da haben wir heute den wohl bekanntesten Bergsteiger und Bergfotografen Tirols, den Heinz Zack. Heinz, schön, dass du Zeit hast. Servus. Ja, grüß euch. Du bist in Wörgl geboren. Wie lange warst du denn noch in Wörgl, bevor du in die weite Welt hinausgegangen bist? Ja, in Wörgl war ich bis zu meinem 7. Lebensjahr und bin nachher eben mit den Eltern nach Axams gezogen, weil die dort ein Haus gebaut gehabt haben. Mhm. Und dann war ich halt in Axams. Aber ich bin in die Ferien alle wieder nach Wörgl runtergefahren, weil ich da meine besten Freunde gehabt habe. Ja. Die Liebe zum Bergsteigen, wann hast denn du die entdeckt? Ja, ich glaube, dass ich die Liebe zu den Berg vor allem über den Opa und über die Oma kennengelernt habe, weil mich die in die Ferien immer mitgenommen gehabt haben auf Starnberger Staffel, auf die Alm, in Auffachinner. Und da sind wir alle umeinander gesaust und ja, also das hat mir halt wahnsinnig getaugt, da einfach am Berg da unterwegs zu sein. Mhm. Und später haben mich schon die Eltern auch natürlich mitgenommen. Meine Mama ist auch wahnsinnig sportlich und der Papa hat früher auch geklettert, hat es aber lassen, wie ich auf die Welt gekommen bin. Aber also natürlich ist da auch etwas umgekommen und der Papa hat mich auch hin und wieder noch zum Klettern mitgenommen. Mhm. Also da habe ich halt für mich selber nachher auch das Klettern angefangen. Bergsteigen und Bergsteigen, das sind jetzt zwei Paar Schuhe. Es gibt welche, die gehen halt ein bisschen wandern, die anderen gehen ein bisschen klettern. Aber was du machst, das geht schon in die Extreme. Wann hast du gesagt, ich möchte diese Herausforderung annehmen? So Free-Solo-Klettern und solchen. Die Frage, ob ich irgendeine Herausforderung annehme, die hat sich in der Weise sicher nicht gestellt. Wir haben einfach geklettert und wir haben einfach probiert, möglichst schwere Touren aufzuklettern. Und das hat sich halt im Laufe der Jahre gesteigert, bis ich halt letztendlich auch entschieden gehabt habe, aus meinem normalen Beruf als Lehrer auszusteigen und lieber als freiberuflicher Fotograf unterwegs zu sein. Und ich habe aber gleichzeitig parallel dazu mich auch als Landschaftsfotograf entwickelt. Mhm. Ich habe nicht nur Klettern gemacht oder Klettern fotografiert, sondern ich habe halt ziemlich früher alle schon auch eine Vorliebe gehabt für Landschaftsfotografie. Mhm. Und habe ja nachher 1990 auch mein erstes Karwendelbuch gemacht. Ja, was wunderschön ist und heute noch ein Verkaufsschlager ist. Und wenn man das Karwendel kennt, das hat so viele tolle Sachen. Und da hast du ja auch einige Routen zum ersten Mal begangen. Und wie bereitet man sich vor auf so eine Erstbesteigung? Ja, indem man zuerst einmal schaut, wo man überhaupt aufklettern mag, oder? Dass man eine Linie findet, die einen Sinn macht. Mhm. Und spannend ist natürlich, eine Linie zu finden, wo man an die eigenen Grenzen hinklettert. Mhm. Und ja, und dann halt wirklich von unten einsteigen und probieren aufzukommen. Mhm. Und ja, mein früher natürlich in den Anfängen hat es keine Bohrhackel zur Sicherheit gegeben. Und später haben wir halt natürlich auch Bohrhackel verwendet, um ganz, ganz schwierige Routen im 9. oder unter dem 10. Grad erschließen zu können. Mhm. Was bedeutet das jetzt für einen Nicht-Bergsteiger 9. 10. Grad? Ja, das ist eben eh nur eine Zahl. Und ist cool, sehr vielfältig sein. Es heißt einfach, die Griffe werden kleiner oder die Tritt werden wirklich kleiner. Mhm. Die Belastung von einer Seillänge zur nächsten zu kommen, ohne sich auszurasten in den Hackeln, wird halt immer höher. Mhm. Man hat wenig Rastpunkte und der Grad wird einfach definiert in einer allgemeinen Erfahrung. Ja. Ja, weißt du, wenn ich in der Kletterhalle trainiere, dann habe ich, ich weiß nicht, 100 oder noch mehr Touren, die sind alle bewertet und da kann ich sehr wohl differenzieren, ja, das ist ein 6er, das ist ein 7er, ein 8er, ein 9er. Weißt du, das ist einfach klar definiert
Und ähnlich funktioniert es ja auch am Fels. Und normalerweise wird ja dann, wenn man eine Tour gemacht hat, zuerst einmal ein Vorschlag von der Schwierigkeitsbewertung gemacht und die dann von Wiederholern bestätigt. Und bei meinen Touren war es ehrlich gesagt so, dass es so gut wie überhaupt nie daneben war und eher, dass die fast schwerer empfunden worden sind, als ich es bewertet habe. Schaut man sich also ich habe mich glücklicherweise da auch nie verzogen. Schaut man sich das vorher auch mit dem Fernglas an, die Route, wo man gehen könnte? Ja, klar, macht dann Sinn, oder? Also je mehr Informationen man über die Tour kriegt, desto besser. Nicht? Also bei uns geht es ja oft noch, also wenn die Tour aber ein paar hundert Meter hoch oder noch 1000 Meter hoch ist, so wie ein El Capitan, da macht es halt schon sehr Sinn, dass man mal genau mit dem Fernglas schaut. Ich habe ein bisschen recherchiert und da gibt es also einen schönen Kurzfilm auch auf deiner Homepage, wie du zu Hause Griffe trainierst für eine schwierige Wand. Was war das für eine Vorbereitung, wo du zwischen die Hölzer reingegriffen hast und mit den Zehen so eingeklemmt hast? Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Ja, ich meine, das war das Training für meine größte Klettertour, die ich selber geleistet habe. Und zwar habe ich damals 1986 den Wolfgang Güllich, der damals, kann man sagen, der weltbeste Kletterer war, den habe ich fotografiert, wie er im Yosemite Valley diese weltberühmte Route Separate Reality ohne Seil geklettert hat. Und ja, ich habe die Fotos gemacht und habe halt immer selber auch im Kopf gehabt, dass ich das auch gern machen darf. Und habe das halt immer wieder davon geträumt, aber halt zu viel Angst davor gehabt oder halt auch, der Bub war noch relativ klein. Und ja, irgendwann habe ich halt dann doch entschieden, jetzt möchte ich es halt echt machen und habe mir dann ein spezielles Trainingsgerät dafür gebaut. Ich habe gewusst, wie die Tour ausschaut. Und da hat man halt in meine Garage einen ganz parallelen Holzriss gebaut, wo man halt ähnlich wie in der Kletterroute einfach die Hände in den Riss steckt und da verklemmt. Allein dafür, um einmal schon eine richtig gute Grundkraft zu haben, um also allein von der Kraft her die Tour einmal klettern zu können. Oder gut drauf zu sein, nicht? Die 1000-mal oder xxx-mal schwerer ist natürlich dann dort zu sein und das in die Realität umzusetzen, nicht? Weil da hast du keinen Garagenboden unter dir, sondern 200 Meter Luft und die schwierigere oder schwerste Stelle ist ganz außen an einer Kante von einem 7 Meter ausladenden Dach. Und ja, also das war halt schon das war wirklich eine große Herausforderung. Also in dem Fall stimmt das Wort einmal. Und ja, und 19 Jahre nach dem Wolfgang Güllich habe ich das dann als Zweiter machen können. Macht denn das stolz? Ja, es macht dann stolz, es begleitet mich auch andauernd und es ist ein gutes Gefühl, dass ich es gemacht habe. Also ich habe mir ein paar Sachen angeschaut und also mir als Nicht-Kletterin und so zieht es mir da schon meistens ein bisschen was zusammen, weil ich da schon große Ehrfurcht habe. Wie ist es, wenn man so eine Free-Solo-Tour macht, ohne angehängt zu sein? Der Fokus, liegt er in der Wand, liegt er bei dir, beim Stein oder wo kann man da den Fokus setzen, dass man sagt, da gehe ich auf, ist das fast wie eine Meditation, kann ich mir das so vorstellen? Ja, bei mir war das so, dass ich mir das natürlich tausende Male vorgestellt habe, im Kopf vorher visualisiert habe, wie geht's mir da, wenn ich da in der Tour drin ohne Seil hänge. Weil es muss der irgendwo auch aushalten. Ja, vor allem, weil ich gewusst habe, ganz außen kommt die schwere Stelle und wenn ich den nicht klettern kann, dann falle ich ab, weil ich auch nicht mehr zurück da kletter. Und das ist eben, für mich war das ein entscheidender Schritt überhaupt zur Begehung hin, dass ich halt während ich da kletter bin mit Seil, habe ich mir halt immer auch vorgestellt, wie fühlst du dich jetzt ohne Seil? Ja. Ja, wie wäre das jetzt da?
Ja, und dieser Vorstellung oder das machen zu können, bin ich halt dann immer näher gekommen und habe es dann letztendlich auch gemacht. Aber das Interessante war, dass es in, während ich, oder wie ich es wirklich geklettert habe, war es ganz anders. Mhm. Da war nämlich gar nichts mehr in meinem Kopf. Einfach mhm. absolut gar nichts. Ich habe nur die Griff gesehen, die Trick gesehen. Ich habe meine Hand eingesteckt, ich habe gewusst, wo sie hin muss und ich habe absolut perfekt das Dach ausgeklettert, ohne irgendwie eine Schwerkraft zu spüren. Bin außen vor der Schlüsselstelle gekriegt, habe nur mal runtergeschaut ins Wasser, was 200 Meter unter mir ist ein Bach gelaufen. Und das Einzige, was ich wirklich so gedanklich wahrgenommen habe, das Wasser, das glänzt zu schön. Gell? Also nicht Stress, ich muss da rausklettern, ich habe kein Seil. Nein, im Gegenteil, ich habe mich ohne Seil da zu sein und einfach irgendwie sicherer gefühlt. Ich war komplett in dem Augenblick und habe nur das tun, was zu tun war. Also ich glaube, ich war 100% bei mir selber mhm. und bei der Aktion und genau bei diesem Programm, was ich mir vorgenommen gehabt habe. Mhm. Wie geht's ja, dann bist du oben. Ja, super. Und wie geht's da deiner Familie? Besprichst du das vorher mit ihnen, dass du das machst? Und ich meine, es ist ja doch immer ein Risiko dabei. Du musst da schon auch eine starke Frau haben, die da sozusagen auch hinter dir steht, wenn du solche Sachen machst. Ja, natürlich. Also zunächst habe ich ja überhaupt so lange damit gewartet, weil der Bub, der Martin, einfach damals noch so klein war. Und ich habe dann wirklich mit Angelika vorher drüber geredet, ob für sie das in Ordnung ist, wenn ich das mache. Ja. Und die Angelika hat einfach aufgrund der Erfahrungen, die wir gemeinsam haben mit dem Klettern oder mit allem, was ich gemacht habe, da einfach das Vertrauen zu mir gehabt, dass sie gesagt hat, ja, du weißt, was du tust, du machst das, wenn du es kannst, sonst eh nicht. Und die Risikoeinschätzung, sage ich, war, obwohl es natürlich wahnsinnig wild ausschaut, was, stell dir vor, 7 Meter weites Dach, was ausgeht, so hoch über dem Boden, schaut natürlich furchtbar aus, aber letztendlich kann man das Risiko, das Restrisiko relativ gut einschätzen. Mhm. Ja, und klar hat es 19 Jahre lang keiner gemacht, weil es einfach eine extremst schwierige Stelle ist draußen, die nicht 100% sicher ist oder wo man halt sehr aufpassen muss, aber ich habe einfach das für mich so perfekt drauf gehabt, dass ich gesagt habe, das ist cool. Und habe die Angelika wirklich vorher gefragt. Und sie war ja sogar auch in Amerika. Also sie war dabei, aber nicht, während ich ausgeklettert bin, weil das hätte ich nicht haben wollen. Mhm. Umgekehrt sagt sie, ich hab's ja, und da eins muss man auch klar sein, wir reden jetzt andauernd über Solo-Klettern. Das ist ein Rand, eine komplette Randerscheinung von dem, was ich mache. Das habe ich halt hin und wieder in ganz besonderen Einzelaktionen gemacht. Und weil Standard so wie das nicht sei. Und das macht mir auch gar nicht so eine Befriedigung, sage ich. Mhm. Also die tue schon, also Separate Reality war ein Wahnsinn für mich, aber in erster Linie gehe ich einfach total gern klettern und will gut trainieren und will einfach nur so schwer klettern, wie es leider möglich ist. Du hast ja auch einen großen Namen inzwischen gemacht als Bergfotograf, als Fotograf auch begleitend, zum Beispiel für die Huber-Brüder, wie die eine Begehung gemacht haben, wie auch den Güllich, wie du gesagt hast, den Bergsteiger auch begleitet hast. Fotografie hat dir das auch von klein auf schon begleitet, wo du gesagt hast, du möchtest das parallel gleich dazu machen? Ja, das war so, dass ich einfach wie ich 15 Jahre alt war, habe ich zu Oma eben gesagt, meine Oma, ich hätte gerne ein Kletterseil. Mhm. Also die Oma war ja mein größter Sponsor. Ja. Und im gleichen Jahr ist mir halt eingefallen, meine Oma, ich darf auch total gerne fotografieren. Und dann habe ich eine Kamera auch gekriegt. Und von da weg habe ich wirklich immer Fotos gemacht, vor allem auch beim Klettern und bin dann ja einfach schnell
relativ gut als Kletterer geworden und wir haben halt auch dann immer auch bei den Klettertouren unsere relativ aufwendige Kamera dabei gehabt. Mhm. Also nicht nur so eine Knipse, sondern ich habe eine gute Kamera gehabt. Und das war auch wichtig, weil ich, wie ich 1979 nach Amerika gefahren bin, war das auch schon so quasi ein Auftrag an mich durch den Kletterclub, wo ich dabei war, oder schon auch durch den Alpenverein, die gesagt haben, du schau, dass du gute Bilder mitbringst. Ja. Nicht? Und da bin ich automatisch in diese Kletterfotografie eingewachsen. Ich bin dafür, das Wort gibt es ja gar nicht, Kletterfotograf, aber das war ja für Jahrzehnte lang ja nachher mein Berufsbild. Das habe ich ja gemacht. Ich habe die weltbesten Kletterer immer wieder fotografiert in die härtesten Touren. Habe ja auch zwei Bücher drüber gemacht. Wir haben überhaupt mit Güllich Wolfgang damals das erste Sportkletterbuch weltweit gemacht, mit High Life. Ja. Und habe dann 1995 das wirklich ganz bedeutende Buch Rockstars gemacht, wo ich 78 von den weltbesten Kletterer in ihre härtesten Touren fotografiert habe, rund um die Welt. Ja. Und ja, ist heute noch ein Standardwerk, ist eh total verrückt. Ja. Ein paar haben wir noch, weil wir damals alles aufgekauft haben vom Verlag, aber es gilt als Kult, als Kultbuch und auch irgendwie so als Standardwerk zu diesem Thema. Ja, und trotzdem hat mich dann alle schon auch parallel, kann man sagen, wirklich die Landschaftsfotografie interessiert. Und das habe ich vor allem dann in Amerika kennengelernt. Mhm. Weil bei uns hat es in der Form nicht gegeben, dass Leute besonders stimmungsvolle Bilder gemacht hätten von den Berg bei uns. Ja. Es hat schon Bergbücher gegeben, aber der Fokus auf das künstlerische Bild oder auf die totale Schönheit der Natur, das hat es bei uns irgendwie nicht so gegeben. Und das hat mich fasziniert. Mhm. Ich habe in Amerika die Bilder von Ansel Adams gesehen, von diesem berühmten Schwarz-Weiß-Fotografen, der im Yosemite unterwegs war. Vor allem. Und noch mehr beeinflusst haben mich aber die Bilder von David Münch in seinem Buch Nature's America. Mhm. Der hat einfach etwas geschaffen, was ich überhaupt noch nie gesehen gehabt habe. Da ist Natur, ob es jetzt ein Baum war, ob es Wasser war, oder eben richtig Wasser mit eben Natur. Mhm. Was so ausdrucksstark fotografiert in den Nationalparks. Ja. Ja, die haben da auch den Vorteil, dass sie halt an die meisten Plätze überhaupt hinfahren können. Mhm. Aber er hat eben auf diese Stimmungen gewartet. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja Wahnsinn, das ist unglaublich, das will ich auch. Und ich brauche die gleiche Kamera, die der hat, weil dann kann ich das auch. Ja. Und ich habe mir die Kamera gekauft. Ja, ich habe immer die Kamera gekauft und habe halt gesehen, dass nicht die Kamera die Fotos macht, sondern doch der dahinter steht. Und das war furchtbar, weil es war ein kompletter Abstieg für mich, weil es einfach so viel schwieriger war, mit der Plattenkamera unterwegs zu sein und die irgendwo aufzutragen. Ja. Also das war komplett für die Fisch. Aber ich habe natürlich viel dazugelernt, weil da hat man sich beschränken müssen, darauf die Belichtung genau zu messen und vor allem auch den Bildaufbau, Bildausschnitt auf ein Bild hin festzulegen. Weil man hat halt nur ein, zwei, drei Bilder dann gehabt. Mhm. Und das habe ich davon gelernt. Heutzutage ist ja einfach so viel einfacher, weil du druckst auf dem Auslöser und dann siehst hinten das Bild oder siehst es eh schon bevor du auf dem Auslöser druckst. Das ist eine massive Erleichterung und erweitert einfach den kreativen Bereich unglaublich. Ich habe gehört, dass du ja fast die Hälfte des Jahres draußen schläfst, um den perfekten Moment zu finden, auch ein Stimmungsbild einzufangen. Stimmt das? Ja, das ist ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Aber ich bin wieder mal draußen, aber draußen heißt ja eben für mich jetzt einfach nicht immer nur am Gipfel vom Glockenalm, wo ich auch mehrfach oben vor allem oder eigentlich immer nur im Winter biwakiert habe,
Da bin ich wirklich oben und draußen und da ist eiskalt und grausig. Aber ich will trotzdem oben sein, damit ich bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang da bin. Oder habe auch wirklich viele Gipfel bei uns überquert. Ja, aber und wo das vielleicht herkriegen, ich habe jetzt einmal zusammengerechnet, allein im Yosemite Valley, wo ich ja ständig als Kletterer war, habe ich, wenn ich es zusammenzähle, insgesamt über ein ganzes Jahr im Freien geschlafen. Heißt, also heißt ohne Zelt. Mhm. Also weil im Zelt schlafen ist oft besser wie eine Wohnung. Ich hab einfach weil nur eine Matten gehabt und einen Schlafsack. Ja. Und habe mir halt unter irgendeinem Block verkrochen, wenn es kriegen hat oder so, aber das hat mir taugt. Das bin ich allweil noch. Oder wir sind monatelang unterwegs gewesen und haben nichts anderes gehabt. Mhm. Und das taugt mir einfach. Und das ist auch noch, nach wie vor mühelos. Du machst demnächst in Wörgl am 23. November ein Multivisionsvortrag. Also das ist ja richtig spannend. Und um was geht es da genau? Ja, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema, weil in Wörgl bin ich ja nicht alleine, sondern da habe ich einen gemeinsamen Auftritt mit drei Musikern, die Weltklasse sind und die da zu meinen schönsten Bildern auch live dazu spielen. Und das ist etwas ganz Besonderes. Wir haben uns das einfallen lassen, die Maria Nestorowska und ich haben das geplant und vervollständigt. Und es geht darum, dass wir zu bestimmten Bildsequenzen, zu Sonne, zu Mond, zu Sterne, zu Blumen, aber alles natürlich mit Bezug auf Berg, meine tollsten Bilder zusammengestellt haben. Und unser Vortrag heißt Klangwelt Berge. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich etwas, wo man sagt, das ist ein unglaublicher Sinneseindruck. Und für mich, obwohl ich schon oft genug jetzt dabei gewesen bin, überrascht mich das selber immer, wie intensiv das wirkt. Mhm. Also die Kombination von Bild und vor allem von Musik. Ja. Weil die drei, eben, ich habe es eh schon gesagt, sind absolute Weltklasse. Die Maria ist in der Ukraine aufgewachsen, ist damals schon als Wunderkind entdeckt worden, hat auf vier verschiedenen Hochschulen in Europa studiert und international mehrfach Preise gewonnen. Also wir haben da eine Weltspitzengeigerin, Weltspitze, die auch, was so wichtig ist, auch gefühlsmäßig eben vor allem so auf meine Bilder dann einsteigen kann. Weißt du, die spielt nicht irgendetwas aber, sondern das ist jedes Mal eine frische Interpretation und die Stücke, die sie ausgesucht hat, sind für mich einfach großartig und passen perfekt zu meinen Bildern. Und ebenso wunderbar die Kombination mit ihrem Mann, der Fagott spielt, der Hubert Mittermeier, Nestorowski, ist genauso Weltklasse, hat auch auf Hochschulen studiert, auf zwei. Und der dritte im Bund, der Tobias Steinberger, mit Percussion, reist rund um die Welt. Also der ist von Los Angeles bis Indien immer wieder unterwegs. Also wir haben da das Hochkarätigste, was man an Musik bieten kann, in Kombination mit meine allerschönsten Bergbilder aus den letzten 30 Jahren. Ja. Und ich habe da auch so einen Blog, wo ich natürlich meine tollsten Erlebnisse als Kletterer und Fotograf erzählen möchte. Ja, dann freuen wir uns schon sehr. Und ich freue mich, dass wir uns dann sehen am 23. November in Wörgl. Heinz Zack, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast und bis dann. Ja, freut mich auch und ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Danke, gell? Bitte. Bitte. Folge deiner Stadt im Stream, den Social Media Kanälen und im Stadtmagazin. Du hörst Wörgl.fm.